Einzige, was mir bei meinen Großeltern schmeckt, sind eigentlich die Klöße, ja, der Gulasch halt und der Saft. Die Frikadellen sind auch nicht schlecht, ne? Aber die macht mein Vater am besten. Was gibt's noch so Typisches, außer Kartoffeln? Fisch? Nee, nicht wirklich. Fisch ist jetzt nicht so typisch. Ich renne hier die ganze Zeit mit meiner Secondary Kaffee. Rum, weil ich nicht... Kaffee. Ah, ich trinke keinen Kaffee. Ja, ich auch nicht. Ich trinke lieber Tee. Ja, das ist... Ich mag ihn am liebsten, wenn er so gerade trinkwarm ist und noch im Rachen brennt. Also trink heiß eher. Ich habe mal Kaffee bei meinem Vater probiert. Ist mir zu bitter. Also, nee, finde ich jetzt nicht ganz so... Ich hab's mal im Eisbecher gekostet, aber das ist doch schon Jahre her, also eigentlich müsste ich mal wieder kosten, weil es ist ja wirklich so. Bei mir war das erst letztes Jahr, glaube ich. Bei mir ist das jetzt schon 7, 8 Jahre her. Ja, da kann sich der Geschmack natürlich um einiges verändern. Ja, es ist genau wie mit Spinat. Die meisten sagen, ich mag Spinat nicht, und ein Jahr später mögen sie dann wieder Spinat, dann das nächste Jahr wieder nicht. Das ist irgendwie sehr eigenartig. Ich darf gar kein Spinat essen. Oh, du Armer. Ich mag Spinat eigentlich, kommt aber auch drauf an, wie er hergestellt wurde. Ich darf eigentlich schon Spinat essen, aber seit 2009 darf ich das nicht mehr. Weil ich seitdem so ein bestimmtes Medikament nehme. Also, ja. Dauermedikamente musst du nehmen? Also das ist Markomat, das verdünnt das Blut. Und Spinat ist Vitamin K drin und das macht das Blut wieder dicker. Und deswegen darf ich den halt nicht essen. Und warum ich diese Medikamente kriege, das hat eine lange Geschichte. Ja, das hat's ja meistens bei irgendwelchen Dauermedikamenten, die du über Jahre nehmen musst. Ich bin ja... Aua, ich bin gerade gestorben. Ja. Das erste Mal. Glaube ich. Ich bin ja körperlich ja, nicht ganz okay, so gesehen. Ne? Also ich habe da was mit dem Herzen und so weiter und ja. Und das zu erklären, habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Ja, kann ich verstehen. Also. Ja. Ich habe irgendwie ein recht schwaches Immunsystem, weil ja, also... Ich kränke gern da mal, aber seit der Grundschule habe ich halt einigermaßen gelernt, mich durchzubeißen und nicht bei jedem Bauchschmerzen zu sagen. Ja, ich bin eigentlich sehr immun gegen Schmerzen, so gesehen. Du hast keine Nerven. Nein, weil im Krankenhaus, ne? Ja. Da hat man, glaube ich, ein paar mehr Schmerzen als so zu Hause. Wenn die einen den Kopf aufstützen. So. Mussten sie das etwa bei dir machen? Ja, das hat aber auch einen anderen Hintergrund. Die hat vieles im Hintergrund irgendwie so. Ja, das weiß ich auch. Zufällig einen Baum im Hintergrund, oder? Wie jetzt? Ach. Ach so, wie... Hä? Wir haben so. Das verstehe ich jetzt nicht. Weil das muss ich auch nicht verstehen, oder? Denk an Demolux Server, wo wir die ganze Zeit Blödsinn gemacht haben. Das ist ein mit Nadeln gespicktes Wortspiel. Ich packe meinen Koffer mit Golfschläger. Dame Koffer. Nein, so ein Typ hat mich gerade mit Golfschläger geschossen, wie auch immer, weggeworfen. What? Ja, der hat mit seinem Golfschläger direkt in meine Fresse geschlagen, bin ich so richtig weggeflogen. Ja, wollen wir, ich packe meinen Koffer spielen? Nein, das kann ich nicht gut. Das ist so ein In-Game-Game im Game. Das kann ich nicht. Ich habe irgendwie ein miserables Kurzzeitgedächtnis. Dafür kann ich gut Multitasking machen. Ist irgendwie witzig.
Kriegst du Tabletten? Nein. Nicht? Was? Nein. Konzentrationstabletten vielleicht? Was? Wieso fragst du? Nein, natürlich. Keiner von uns bekommt jetzt irgendwelche Konzentrationstabletten. Hoffe ich zumindest nicht. Mein Freund kriegt das. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Überdosis ist ungesund. Geil, ich kaufe mir jetzt den Crossbow. Bam. Bam. Alter Fuck, wenn du mit der einen Headshot machst, bekommst du plus 150% Schaden. Krank. Freut mich für dich. Was? Freut mich für dich. Mhm. So. Campaign The Final Showdown. Well, it look like we finally get to meet face to face. Übersetzt es doch auf Deutsch? Nein, hab ich jetzt keine Lust. Manche, die jetzt kein Deutsch können? Was mit denen? Die kein Englisch können? Weißt du, ich würde mal denken, dieses Spiel, ja, also ich würde nicht denken, dass das jetzt gerade einen Sechsjähriger anguckt. Okay, kann gut sein, aber wer das macht, ist eigentlich dumm. Ja, wenn jetzt welche nicht zur Schule gegangen sind, weil sie miese Betrüger sind und so. Was ist jetzt mit denen? Dem deutschen Schulsystem kannst du nicht entkommen, das ist irgendwie... Und doch klar. Wie hast du das geschafft? Ich bin einfach im Krankenhaus. Guck dir die ganze Zeit Videos an. Cheater. Ach, nö. Mein Handy. Schon wieder. Dein Handy hat einen Pfeifton? Ja, das ist S3, das piept den ganzen Tag. Das gibt's nicht. Oh, ich bin tot. Eigenartig. Bin ich eigentlich laut genug oder? Du warst ein bisschen leise, zu leise, aber ich hab dich gerade noch lauter gestellt. Alter, lass mich hier mit deiner hässlichen Sniper in Ruhe. Wow. Das ist noch niemand ein Sniper, was er hat. Das ist eine MG. Und ich bemerke gerade, dass hier ist ein Part mit Überlänge, 5 Minuten schon. Also wird hier zwischendurch wahrscheinlich ein unkoordinierter Cut gewesen sein. Und zum nächsten Part sagen wir dann aber wieder Tschüss. Tschüss, ne? Level up. Ich nehme einfach immer auf. Ich cutte das einfach nach 15 Minuten. Ist aber nicht freundlich. Das macht viele. Ja, und trotzdem ist nicht freundlich. Okay, bei Minecraft ist es jetzt auch schwierig, weil da hast du dein Vollbild. Aber das ist leichter. Naja, klar, so ist leichter, aber... Wenn man die Möglichkeit hat, nett zu sein, dann sollte man auch nett sein, finde ich. Also jetzt bei Internet-Games hier, so wie das hier, ne? Da kann man das ja machen, da kann man ja schnell wechseln, ne? Aber, ja, klar. Weil jetzt zum Beispiel, wenn man ein Vollbild spielt oder so, dann geht das schlecht. Ja, eben. Ich frag mich auch immer noch, wie die ganzen Fraps-Typen, die mit Fraps aufnehmen, sind zu dumm, sich mal kurz vorm Aufnahmen und es dann irgendwie wegzuschneiden. Ja, halt zu gucken, dass sie nicht... Scheibe. Scheibenkleister. Okay. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil ich gerade hier... Weil wenn dieser Typ gerade richtig einheizt, könntest du vielleicht nachjoinen und mir ein bisschen zur Hand gehen? Ach, ja, natürlich. Der kriegt dich ja mit dem Schuss, Kleiner. Hä, wie witzig. Ich habe den jetzt einmal gekillt oder so. Und danach, nachdem ich ihn gekillt hatte, hatte der plötzlich eine andere Secondary. Sag mal witzig. Vorher hatte die SOCOM und jetzt hat er die Magnum, glaube ich. Du willst mich immer mehr verarschen. Guck. Vergackeiern meine ich natürlich. Wie auch immer. Ach ja, ich habe deine Beschreibung immer noch nicht gelesen. Das merkt man vielleicht. Ich mache gerade einen Purzelbaum und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Ich muss mich da jetzt mal mehr... Ich glaub nicht. ...konzentrieren. Boah, Alter, mit der Shotgun, ey. Zwei Schüsse. Fump. Alter, fuck, der hat diesen hässlichen Skill, ey. Oh, ich glaube, der hat die Spaß, der eine Typ da. Hahaha, den habe ich erwischt. Ich glaube, das Nachladen lohnt sich schon gar nicht mehr, weil der mich eh gleich killen wird. Es steht 6-4 gegen diesen... Globex, Leather. Boah, Scheibe. Du mit deiner Magnum. Boah. Erst leckt's Viech und dann plötzlich bin ich tot. Also plötzlich läuft sie wieder normal schnell und ja.
unfair. Ah ja, sehr spannend, sehr spannend. Schock. Oh, ja. Schock. Erwischt. Also mit einem Headshot machst du echt so viel Damage. Headshot, ja. Ja, vor allem mit der, wenn du da 150% plus Schaden hast, da. Ja. Was ist denn jetzt los? Boah, der hat die MG. Ist voll mies. Oh nee, 2 gegen. Nee, doch. Oh, ich hab gewonnen. 100 zu 18. Was? Domination, oder? Ja, Domination. Ja, das sieht so lustig aus. Scheiße. So. Commander, Moment. Wow, das ist so mies, wenn die direkt neben dir spawnen. Oh, ja. Verdammt, jetzt hat er mich erwischt. Jetzt steht's 8 zu 6. Ich muss es hinbekommen, den immer zweimal zu killen und dann erst zu sterben. Sonst fliege ich irgendwann rettungslos hinten und hab keine Chance mehr. Headshot. Ich hab mir gerade den Raketenwerfer, glaube ich, gekauft. Du musst mal mit dem Commander spielen, das ist witzig. Ja, das mache ich gerade. Der ist geil. Da hab ich mir den Raketenwerfer gekauft beim. Am Ende hast du die Commander, die ist geil, die macht 4 Schüsse nacheinander. Scheiße. Da war gerade so ein Typ, der hat die Waffe die ganze Zeit hin und her. Das war richtig lustig. Ja, das ist irgendwie manchmal ein Bug. Das hättest du sehen müssen. Das ist oft, das habe ich auch schon oft gehabt. Headshot. Oh. Nein, meine Muni ist leer, scheiße. Trollig? Ach so, oben im Chat steht Rufy Crossbow Globix Leader. Also ich habe ihn gekillt und darunter stand gerade, dass er mich mit der MG gekillt hat. Ja, das war bei Demolux doch auch. Als ich mit dem Nico da. Boah, Scheibe, 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 Scheibe. 3 Raketenwerfer auf einmal überlebe ich nicht. Was? Du hast 3 Raketen auf einmal? Nein, da waren 2 Leute mit Raketenwerfer plus mein. Oh Scheibe, jetzt steht's 9 zu 8. Ich muss den noch 6 mal killen. Boah. Das schaffe ich in diesem Part, glaube ich, nicht mehr. Der Globex ist echt so saustark. Im zweiten Teil tritt er dann als Riesenklon auf. Als, ja, Roboter halt, das ist übelst mies. Ist er dann irgendwie in jedem Level? Der Globix lacht jetzt. Ha, 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 ha. Du bist beim letzten Level? Ja. So, ich war ja schon damit durch. Ja, ja, ich weiß. Nur leider, ja. Headshot, verdammt. Boah, endlich. Wollte diese Musik, ne? Von dem Spiel, ne? Die ist lustig. Geht. Die geht. Ja, ich finde die jetzt nicht so prickel. Nee, ja, aber ist jetzt nicht so der. Ist nicht das Schlechteste, aber. Muss nicht sein. Der hat irgendwie so einen blöden Killstreak. Wer? Der Typ halt, der ist dann so rot und ich mach dem total wenig Schaden. Der hat das eine. Das hat er. Er hat Surge. Aber nicht das, ne? Er hat nicht das, sondern er hat das. Ja, das. Scheibe, 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 Scheibe. Ich muss nur noch ein D dranhängen. Scheibet? Nein. Scheit. Nein. Gescheit. Egal. Ja, servus. Hast du es gescheckt? Ja, schon beim ersten Mal, aber ich hatte gehofft, dass du. Ich wollte etwas ablenken. Ja, ich meine. Oh Gott. Ich zieh dein LP. Lies meine Kanalbeschreibung. Ich zieh dein LP immer mehr in den Kron. Ich glaube, ich schneide dann deine Audiospur raus, ey. In den Boden, Mann, ey. Dann rede ich mit dem Nichts. In den Boden, meine ich nicht. Boah. Der hat schon wieder dieses Rote und ich mach dem keinen Schaden.
Headshot endlich. Los, komm, jetzt werd wieder durchsichtig. Boah. Boah, ganz knapp habe ich den erwischt. Ich muss ihn noch zweimal killen und er mich viermal. Ich lese mir jetzt mal deine Beschreibung durch. Ich lese sie jetzt mal vor. Nein, lese sie nicht vor. Nenn mich Ruby. Ich bin ein kleiner Let's Player, der mit seinen durch seine Videos andere Ideen und Anregungen ins Herzen legen will. Ich versuche meine Videos durch fäkalfreie Sprache und besser Let's Plays aus der Masse hervorzuheben. Du willst einmal mit mir zusammenspielen und deinen Kanal, die Kooperationskanäle sehen, kontaktiere mich. Was ist das für ein Satz am Anfang? Ich bin ein kleiner Let's Player, der mit seinen durch seine Videos anderen Ideen und Anregungen ans Herz legen will. Nein, guck mal hier. Der mit seinen durch seine. Das hört sich doch voll komisch an, oder? Bist halt nicht deutsch begabt. Nein, denn. Das kommt durch die Medikamente. Ja, klar. Der mit seiner blöden Minigun. Victory! Die schluck ich zum Frühstück, Alter. Ey, du hast doch ein Apple, ne? Phone oder so, ne? Was? Nein. Nicht? Nein, wie kommst du drauf? Schade, sonst hätte ich jetzt den Witz bringen können mit dem Apple. If I go down, I'm taking you with me. Nein, ich meinte, Apple esse ich zum Frühstück. So geil, sorry, but I fly solo. Und dann zieht er einen Fallschirm. Das ist so geil. No! No! Oh, jetzt ist er explodiert. Oh Gott. Oh, da sind noch ein paar Zombies von dem. Dick, you rushed over the entire area. Oh. Wird er jetzt auch zum Zombie oder was? Boah. Der hat ja echt viele mitgenommen. Und da sieht man die Atombombe, die der böse Globex in den Himmel gesprengt hat. Weeks later. Phone ringing. I'm sorry the virus got out of control. It's been contained. Did you deal with that soldier? No, but he has no idea about our true intentions. I was able to save some of the toxins and the cure. Good work. Thank you. And I'm glad you survived.